Ich weiß nur, dass ich geträumt habe, aber nicht, was ich geträumt habe. Und in dieser Nacht, ich bin wach geworden und ich habe, also ich habe den Koran in der Hand gehalten und Oh no. ich habe ihn gelesen und also im Traum und ich habe gehört, wie Mohammed zu mir gesagt hat, dass es das Richtige ist, was ich tue und dass ich ins Paradies komme. Ich muss nur den Islam annehmen und muss daran glauben und dann werde ich, er hat das Wort Agenda benutzt und das war das Deutlichste, was ich in dem Traum gehört habe. Die Liebe braucht auch manchmal was, dass man sich darum kümmert. Und deshalb heute als erstes reden wir über die Wege und die Methoden, die uns helfen, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu lieben. Und als sie dann entschieden haben, zurückzukehren nach Mekka, zu ihrem Heimatort, ist mitten auf dem Weg die Mutter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verschwunden. Und der Einzige, der mit ihr zusammen war an diesem Tag, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Alter von circa 6 Jahren. Sein Vater hat er nie gesehen, denn Wallahu ta'ala ala wa alam, als er geboren wurde, war sein Vater schon bereits tot. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, das war nicht wenig Leute erleben. Er hat alle Leute verloren, die ihm lieb gewesen sind. Und nicht nur das, die Gelehrten sagen, der schlimmste Zustand von einer Waise ist jemand, der seinen Vater oder seine Mutter nie angetroffen hat. Eine weitere schwere Situation hinnehmen, dass auch jetzt seine Mutter Amina, die einzige, die ihm verblieben ist, vor seinen eigenen Augen gestorben ist. So musste er den Heimweg alleine antreten. Er ist zurückgegangen nach Mekka. Niemand war da, der ihm den Kopf gestreichelt hat. Niemand war da, der ihm schöne Wörter zusprechen konnte. Niemand war da, der ihn an die Hand genommen hat und ihm gesagt hat, ab jetzt werde ich mich um dich kümmern. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ging mit diesem Bild, welches sich vor ihm abgespielt hat, dass er sieht, wie seine eigene Mutter vor seinen Augen stirbt. Er ging mit diesem Bild nach Hause und dieses Bild begleitete ihn die gesamte Zeit. Sa'a hat mich Allah auf die Erde wieder zurückgebracht in einer schnellen Zeit, wo ich weder fühle, dass ich schnell reise, noch irgendein Schaden bekomme. Aber das hat einen Augenblick nur gedauert und ich befinde mich in der Moschee von Masjid al-Aqsa in Jerusalem. Und danach bin ich reingegangen, ich bin in der Moschee und sah, ich will 2 Rekka beten, bevor ich von ihr wieder gebracht werde nach Mekka. Ich möchte 2 Rekka beten. Plötzlich, ich drehe mich nach hinten und ich sehe die Propheten, einige, die ich im Himmel gesehen habe, in den Stockwerken wie Yusuf, Yunus, Ibrahim, Musa und so weiter, Isa. Plötzlich, ich sehe sie hinter mir und alle stehen und auch Propheten, die mir ihre Namen offenbart worden sind und plötzlich Propheten, die ich nie vorher gesehen habe oder nie über sie mir berichtet worden ist. Und die Moschee ist plötzlich voll geworden und die haben gesagt, bete vor, wir beten mit dir. Und das war in der Geschichte des Islams bis Untergang der Erde die beste Jama'a. Es gibt keine bessere Jama'a, weil alle Propheten. Ja, Muhammad. O Eman, erhole dich. Der sagt, ja, Khatija, walla naum, walla zaman naum, ja, Khatija. Die Zeit zum Schlafen ist vorbei. Und der ist aufgestanden, der Gesandte, als dieser Vers gekommen ist, bis zum Tod, 21 Jahre lang, hat er keinen Tag Urlaub gemacht. Es gibt keine Gelehrten, der sagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sich einen Tag dann freigemacht hat. Er hatte von Khadija radiallahu anha 2 Jungs gehabt. Einmal Al-Qasim und auch Abdullah, er wurde auch genannt Al-Tayyib oder Al-Tahir. Maria Al-Qibtiyya hatte er einen Sohn gehabt, sein Name war Ibrahim. Also hatte er 3 Söhne, alayhi salatu wassalam. Und subhanallah,
Alle drei Jungs sind geschlafen. Am Montag hat Abu Bakr das Fajr-Gebet geleitet. Und der Prophet Sallallahu konnte aus seinem Haus was sehen. Er hat den Vorhang ein Stück zur Seite gemacht und er konnte sehen, wie die Muslime im Gebet stehen. Und er hat angefangen zu lernen. Und die Leute haben sich schon gefreut. Sie dachten, er kommt vielleicht raus. Aber er hat ihnen ein Zeichen gegeben, dass sie weiter beten sollen. Und als er sie gesehen hat, er hat angefangen zu lächeln, weil er wusste, er hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat die Botschaft überbracht. Und wenn der Todesengel zu einem von uns kommt, er stellt keine Fragen, er nimmt einfach die Seele. Aber wenn der Todesengel zu einem Propheten kommt, er nimmt nicht einfach die Seele, er fragt. Er fragt ihn aus Höflichkeit, ob es okay ist, wenn er die Seele nimmt. Und der Prophet dafür hat ihm geantwortet. In diesem Moment, wo der Engel kam, er hat ihm geantwortet, dass er mit denen sein möchte, von den Propheten und den Märtyrern und den Rechtschaffen. Das war die Antwort für ihn. Lass meine Seele nicht hier, du kannst sie mitnehmen, ist okay, ist in Ordnung. Du hast meine Erlaubnis. Und er schaute so an die Decke, er lag im Schoß von Aisha und schaute an die Decke und hat seine Hand so hochgehoben. Und er wiederholte immer wieder die Worte, Bellet Rafiq al-A'la. Ich möchte in der höchsten Gemeinschaft sein, mit den besten Menschen, die je gelebt haben. Das ist die Bedeutung von Rafiq al-A'la. Bellet Rafiq al-A'la. Und er wiederholte das immer wieder, während seine Hand so nach oben gereckt war. Bellet Rafiq al-A'la, Bellet Rafiq al-A'la. Mit den besten Menschen. Ich möchte mit der höchsten Gemeinschaft sein. Und während er noch diese Worte sprach, sah irgendwann seine Hand nach unten und der Prophet war verstorben.